Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tipps und Tricks Video zum Spiel Farm Together 2. Heute geht es alles darum, wie man effektiv Edelsteine farmen kann. Wenn ihr auf eure Karte geht, dann wird das Ganze wohl in etwa so oder so ähnlich bei euch aussehen. Wenn ihr natürlich gerade erst angefangen habt, dann könnt ihr nur einen kleineren Bereich hier als Ausschnitt sehen, dann seht ihr noch nicht alles. Und zwar müsst ihr für jede Erweiterung, die ihr hier kaufen könnt, immer wieder Edelsteine bezahlen. Das heißt, wir haben hier unten einmal angefangen und ja, so diese Größe ungefähr haben die Erweiterungen jeweils. Die könnt ihr euch teuer für Edelsteine dazu kaufen. Das Problem ist nur, wie schafft ihr es in relativ, in Anführungszeichen, kurzer Zeit so viel Edelsteine zu verdienen, um diese ganzen Erweiterungen hier dazu zu kaufen? Wenn man bedenkt, dass man mit so einem Rechteck hier in der Mitte anfängt und insgesamt 7-mal davon hoch hat und 7-mal zur Seite hat, dann ist das schon eine ganze Menge, die ihr im Endeffekt holen könnt. Bei mir ist es jetzt beispielsweise so, dass die nächste Erweiterung 16.940 Edelsteine kostet. Das war übrigens mal höher. Es gab gestern ein Update dazu. Endlich, endlich. Alle haben wirklich aufgehorcht. Und zwar sind diese Erweiterungen mittlerweile 30% günstiger, als es vorher gewesen ist. Und wir haben sogar alle, die schon Erweiterungen gekauft haben, die Differenz, die wir zuvor bezahlt haben, in Edelsteinen zurückbekommen. Ein ganz großer Nachteil an Farm Together 2 im Vergleich zum ersten Teil ist es, dass wir jetzt nur noch über die Stadt Edelsteine bekommen. Das heißt, über diese Läden, die wir hier überall aufbauen können und nicht mehr über Gummibäumchen. Der Entwickler selber hat sich dazu geäußert, schriftlich, und meinte, dass es wohl nicht danach aussieht, dass es in Zukunft noch ähnliche Sachen wie Gummibäumchen oder so geben wird, sondern dass man wohl ausschließlich über die Stadt Edelsteine in Anführungszeichen farmen kann, also erhalten kann. Farmen kann man sie leider nicht mehr, man kann sie auch leider nicht mehr passiv farmen, was natürlich ein ganz, ganz großer Einbruch in die Qualität ist. Aber es gibt ein paar Tricks, an die man sich halten kann, um zumindest effektiv Edelsteine für seine Farm zu besorgen. Und zwar beispielsweise beim Gemüseladen. Den habe ich persönlich jetzt aktuell auf Level 29. Was für mich persönlich immer noch nicht so viel ist. Allerdings die nächste Verbesserung würde jetzt 131.000 Gold kosten. Das ist nicht viel. Aktuell habe ich 16 Millionen. Das höchste, was ich hatte, war 29 noch was. Aber dann habe ich leider ziemlich viele Fischteiche gesetzt und noch mal ein paar von den Nelken reingesetzt auf meine Farm. Und da war das Geld auf einmal wieder weg. Ihr seht jetzt hier beispielsweise, bei Level 30 würdet ihr gerade mal eine Inventargröße von 620 haben. Zusätzlich natürlich noch zu anderen Lagergrößenfaktoren. Und ihr erhaltet 8 Edelsteine für jede einzelne Position, die ihr verkaufen würdet. Das ist allerdings nicht der Standard. Der Standard liegt bei 5 Edelsteinen. Und es ist mittlerweile so, auch erst seit dem Update von gestern, dass alle 10, also wie man hier oben sieht, 10 Level, gibt es einen Edelstein mehr pro Position. Was natürlich immer noch nicht viel ist, aber was immerhin ein bisschen, ja, obendrauf kommt im Vergleich zu denen, was man bisher sonst bekommen hat. Dann wäre auch schon mein erster Tipp: Ihr könnt in Salat machen. Ihr seht hier den Salat und ihr seht, ihr bekommt 8 Edelsteine dafür. Aktuell bei Level 29 würden wir insgesamt 488 Edelsteine bekommen können. Das heißt, wenn wir jetzt einen Salat verkaufen, seht ihr hier rechts schon, dann geht es runter. Und sie scheinen aber auch am Auffüllen, glaube ich, hat sich jetzt nichts getan. Das war jetzt nur Zufall, dass es direkt hochgegangen ist. Weil ihr habt jetzt hier unten gesehen, dass es immer einen Moment dauert, bis das Ganze wieder aufgefüllt ist. Eben waren es 4 Sekunden, jetzt sind es 2 Sekunden. Irgendwie ist das ein bisschen durcheinander von den Zeiten hier. Aber es dauert immer eine gewisse Zeit, bis das hier oben dann wieder aufgefüllt ist. Das heißt, da die Salate am schnellsten fertig sind, und dazu komme ich gleich nochmal,
müsstet ihr damit den ja schnellstmöglichen Gewinn machen. Es ist immer noch nicht schnell, aber es ist der schnellstmögliche Gewinn. Beachtet aber, ihr braucht auch jede Menge Geld. Deswegen pflanzt auch Blumen an, pflanzt Sachen an, mit denen ihr gut Geld machen könnt, damit ihr dann entsprechend die Erweiterung vom Gemüseladen auch kaufen könnt. Eine weitere Option wäre der Obststand. Und zwar könntet ihr euch rein theoretisch riesige Apfelbaumfelder machen, womit ihr dann entsprechend genug bekommt, um dann hier auch gut Edelsteine machen zu können. Bei mir ist es jetzt so, der ist jetzt noch auf Level 28. Ich habe grundsätzlich immer zu wenig Gemüse da, weil ich meine Tiere halt damit füttern muss. Das ist übrigens auch ein Problem mit dem Salat, weil den Salat braucht ihr auch, um die Tiere zu füttern. Ich glaube, die Kühe waren es. Das heißt, ihr müsst auf jeden Fall immer genug produzieren oder einfach die Kühe mal eine Weile lang nicht füttern, wenn ihr wirklich auf Edelsteinen aus seid. Ja, und hier mal als Vergleich, wenn ihr auf Level 29 hochkommen würdet, würdet ihr gerade mal 600 als Lager mehr bekommen. Aber das Gleiche dann auch, ihr würdet dann 8 Edelsteine pro Position bekommen. Was ihr, wie gesagt, nebenbei anlegen solltet, was aber nicht dazu führt, dass ihr effektiv Edelsteine farmen könnt, ist der Blumenladen. Und zwar, ich muss gleich nochmal nachgucken, ich zeige euch das, ich glaube es waren die Rosen, es waren auf jeden Fall rote Blumen. Und zwar solltet ihr darauf aus sein, weil die sehr schnell wieder da sind. Und dementsprechend könnt ihr natürlich auch gut Geld holen, um dann entsprechend die Erweiterungen auch für eure anderen Läden zu machen. Und nebenbei ist es dann so, dass ihr dann hier auch nochmal alles aufstocken könnt und dann entsprechend auch das Ganze verkaufen könnt. Bei mir ist es jetzt so, dass das einer meiner geringsten Läden ist vom Level her, weil ich das Problem habe, das heißt Problem, weil es so ist, dass man hierfür Edelsteine benötigt, um das Ganze zu leveln. Und immer wenn ich einige Edelsteine zusammen habe, denke ich mir, nee, ich spare mir das Ganze dann lieber für die nächste Erweiterung. Dementsprechend wird das dann erst viel später bei mir erweitert. Gleiches gilt dann auch nochmal für den Fischmarkt. Der Fischmarkt ist ähnlich wie mit den Blumen, auch vom zeitlichen her. Das zeige ich euch auch gleich nochmal genau. Da ist dann das gleiche Problem wieder mit der Verbesserung. Der ist sogar noch niedriger als mein Blumenladen hier, weil dafür muss man auch immer Edelsteine haben, um das Ganze zu verbessern. Und natürlich immer, in diesem Fall sind es jetzt diese Traubenfrüchte, sage ich jetzt mal, Beeren. Trauben sind dann die, ich glaube, bläulich oder lila sind die. Aber man muss das Ganze eben auch mit Edelsteinen erhöhen und das ist mir aktuell einfach noch zu teuer. Wäre allerdings auch noch eine Option. Dann im Gemischtwarenladen, da könnt ihr alles erhöhen, um die Eierkapazität zu erhöhen, beziehungsweise die Lager von diesen Vieren. Ich habe es jetzt aktuell auf Level 22. Da könnt ihr dann mal die Daten mal im Vergleich sehen, aber es kostet halt auch immer sehr, sehr viel Geld. Deswegen solltet ihr das immer mal so nebenbei machen mit den Erhöhungen. Gerade am Anfang ist es natürlich sehr schwer, aber die ersten Erhöhungen bzw. die ersten Erweiterungen, die kosten ja zum Glück noch nicht so viel Geld. Ja, und das letzte wäre dann der Pilzstand. Und zwar würdet ihr Pilze bekommen, indem ihr eure Schweine abfarmt. Das heißt, wenn ihr hier verbessert, dann könnt ihr natürlich entsprechend viele Schweine immer wieder abfarmen und dann hier auch wieder was verkaufen. Ich habe jetzt dummerweise alles gerade erst verkauft, als ich rausgegangen bin. Ja, und hier seht ihr mal den Unterschied. Und zwar bin ich aktuell auf Level 33 und auf Level 34 hätte ich dann eine Inventargröße von 700. Das müsst ihr natürlich auch bedenken, dass ihr nicht zu viele Schweine dann ansetzt, weil ihr könnt natürlich auch nicht das ganze Inventar leer machen. Aber ihr hättet dann eine Lagerkapazität, wohlbemerkt von den Edelsteinen. Das heißt, diese Größe müsstet ihr durch 8 nochmal teilen, von 568. Das heißt, ihr braucht dann keine 700 Schweine. Ich meine, damit wäre dann zwar das Lager voll, aber dementsprechend müsstet ihr den oberen Betrag natürlich nochmal durch 8 teilen. Was heißt das jetzt im Einzelnen? Einmal der Salat, damit ihr die genauen Werte auch kennt. Der Salat braucht immer 10 Minuten, bis er fertig ist, also reale 10 Minuten. Aber wie ihr wisst, wenn ihr Feldfrüchte bewässert,
wird das Ganze nochmal durch zwei geteilt. Das heißt, wenn ihr den Salat aussetzt und den direkt nochmal bewässert, dann braucht er insgesamt nur noch 5 Minuten, bis ihr den wieder abernten könnt. Da müsst ihr dann mal ein bisschen gucken, wie groß das Feld sein muss. Ich hatte jetzt bisher noch nicht die Möglichkeit, mir eigene Felder dafür zu machen, werde dies aber machen, weil ich jetzt in Zukunft ein bisschen mehr Edelsteine auch farmen möchte, weil jetzt die Möglichkeit tatsächlich dazu ist. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass es ungefähr 17.000 jetzt für die nächste Erweiterung ist. Und 2 Erweiterungen vorher hatte ich bis gestern, bis das Update kam, nämlich noch, wo ich 27.000 bezahlen musste, also 10.000 mehr. Und das ist doch schon eine sehr, sehr große Erleichterung. Ja, wie gesagt, das würde dann in 10 Minuten bzw. 5 Minuten Be Bewässerung fertig sein, also der Salat. Dann die Hühner, von denen ich ja schon gesprochen hatte. Da müsst ihr aber natürlich immer bedenken, dass diese auch gefüttert werden müssen. Deswegen ist das immer so eine Sache, was ihr wirklich machen wollt. Aber die Hühner sind auch sehr schnell fertig. Ihr braucht eben Weizen, um die Hühner zu füttern. Entsprechend natürlich mit einem größeren Feld an Hühnern bräuchtet ihr natürlich auch sehr viel mehr Weizen. Um wirklich schnell und effektiv Edelsteine zu farmen, sind die Tiere natürlich nicht so geeignet. Ihr seht schon entsprechend, wie lange das Ganze dauert. Aber ihr könnt es zum Beispiel nebenbei machen, indem ihr größere Felder dann einmal aberntet. Selbiges natürlich dann auch mit den Schweinen. Die brauchen allerdings, und deswegen habe ich auch immer so wenig davon, die brauchen allerdings Gemüse, um gefüttert zu werden. Und haben natürlich auch entsprechend viel Zeit, bis ihr das Ganze wieder abernten könnt. Aber wenn ihr Tiere nebenbei abernten wollt, dann würde ich euch tatsächlich Hühner und die erste, also sprich Landrassenschwein empfehlen. Also das Leghornhuhn und das Landrassenschwein. Immer die erste Stufe nehmen, weil die am schnellsten wieder aberntbar sind und der Betrag immerhin der gleiche bleibt, außer natürlich das Gold. Ja, wir haben ja schon von den Clownsfischen bzw. von den Fischen generell gesprochen. Die beste Variante, wenn ihr Fische nebenbei auch abernten wollt und damit auch Edelsteine machen wollt, wären die Clownsfische, weil die sind nach 2 Jahreszeiten direkt wieder greifbar. Das sind meines Wissens nach die, die am schnellsten sind. Ja gut, es gibt jetzt hier auch noch den gelben Clownsfisch, der wäre auch nach 2 Jahreszeiten direkt aberntebar. Den könnt ihr natürlich auch nehmen, wenn ihr mehr Geld zur Verfügung habt. Und es gibt noch den schwarzen Clownfisch. Da auch entsprechend wieder, wenn ihr das Geld zur Verfügung habt, dann könnt ihr auch den setzen. Da würdet ihr natürlich mehr Geld bekommen. Wenn ihr aber nicht so viel Geld habt, dann startet erstmal mit dem Clownfisch. Hier müsst ihr allerdings beachten, eine Jahreszeit sind ziemlich genau 17 Minuten. Das heißt, 2 Jahreszeiten sind dementsprechend 34 Minuten. Das heißt, die Fische wären gut für nebenbei. Immer wenn ihr dann merkt, oh, die Fische können wieder abgeerntet werden, dann macht ihr einen Schwung, holt den Fischteich nochmal raus, verkauft die Edelsteine dann auch wieder und setzt euch zum Beispiel wieder an den Salat ran. Von den Blumen habe ich ja vorhin auch noch kurz gesprochen. Es ist keine Möglichkeit, mit den Blumen mal eben schnell und effektiv, ja, Edelsteine zu farmen. Es dauert halt mindestens eine Stunde, bis diese Blumen, also die Rosen, fertig sind. Aber ihr würdet natürlich das Ganze nur einmal setzen müssen, wie bei den Fischen zum Beispiel auch. Bei den Tieren ist es ja ein bisschen komplizierter, weil die noch Nahrung benötigen. Das heißt, darum müsst ihr euch dann entsprechend auch kümmern. Aber bei den Blumen, die könnt ihr dann einmal setzen und dann entsprechend immer wieder abernten. Das könnt ihr dann zum Beispiel, wenn ihr Salat immer wieder erntet, wenn ihr den grinden möchtet, also so schnell wie möglich die Edelsteine bekommen für die Erweiterung. Und dann nebenbei immer mal wieder, wenn sie fertig sind, die Rosen abernten. Und auch die Mohnblumen kann ich euch empfehlen. Ihr seht schon, da bekommt ihr auch einiges mehr an XP im Vergleich und einiges mehr an Geld. Wobei jetzt bei mir natürlich die Level unterschiedlich sind sogar, weil die Rose ist aktuell auf Level 100 und hat trotzdem von XP und vom Geld wesentlich weniger als die Mohnblume mit Level 55. Also daran könnt ihr euch ein bisschen orientieren. Ist aber natürlich keine Möglichkeit, das Ganze schnell zu farmen. Solltet ihr aber nebenbei auf jeden Fall auch ein bisschen aufbauen, weil dadurch bekommt ihr natürlich auch immer wieder gut Geld, indem ihr das Ganze einmal abfarmt. Der Hauptpunkt tatsächlich, und das jetzt mal als abschließendes Fazit,
Was ich persönlich festgestellt habe, ist, nehmt den Salat. Der Salat ist zum einen alle vier Jahreszeiten setzbar und ja gut, ernten könnt ihr den natürlich immer, aber ihr könnt den immer wieder draufsetzen, egal wann, egal wie oft. Sobald natürlich das Feld wieder frei ist, weil der alte Salat fertig ist. Macht auf jeden Fall einen auf Salatbauer, wenn ihr effektiv Edelsteine farmen wollt. Eine andere Möglichkeit gibt es leider nicht. Und wie gesagt, die Entwickler bzw. der Entwickler selber hat ja schon ein Statement rausgebracht, dass es vom jetzigen Zeitpunkt an nicht geplant ist, wieder ja, Gummibäumchen oder ähnliches rauszubringen, womit man Edelsteine farmen kann. Vermutlich, damit man mehr Zeit im Spiel verbringt, was für mich persönlich das Gegenteil ist, weil wenn ich das nicht automatisch machen kann mit meiner Farm, und das kann man beim Salat zum Beispiel nicht machen, also der wird zwar automatisch abgeerntet, das Feld wird wieder automatisch gepflügt, zumindest Stand der Dinge vom ersten Teil, wird aber nicht mehr neu gesetzt. Es kann natürlich sein, dass man Arbeiter bekommt, die das Ganze dann auch wieder neu setzen, das wäre natürlich ideal, dann könnte man auch ein Feld machen, wo man dann, oder mehrere Felder, wo man dann entsprechend Salat anbaut und das Ganze dann schneller zusammenkriegt von den Edelsteinen her. Ein ganz großer Tipp nochmal eben am Ende. Ich habe ja schon gesagt, bewässern bedeutet, dass man nur die Hälfte der Zeit in Anspruch nehmen muss, bis man das Ganze wieder abernten kann. Natürlich nicht bei den Tieren, aber bei den Blumen beispielsweise, da wird der Ertrag erhöht. Also der wird dann maximiert. Es geht nicht schneller, aber man bekommt mehr Geld unterm Strich, wenn es regelmäßig bewässert wird. Deswegen habe ich überall auf meinen Blumenfeldern diese Sprinkler dran. Und auf den Feldern möchte ich das auch irgendwann drauf machen. Leider kann man die Sprinkler aktuell noch nicht versetzen. Also man kann sie markieren, aber noch nicht woanders hinsetzen. Was ein bisschen doof ist, weil der Bug jetzt schon was länger besteht. Und ich tatsächlich ein oder zwei Sprinkler falsch gestellt habe, ist mir dann im Nachhinein aufgefallen. Also eins zu weit nach links gestellt hatte. Und dann nicht alle Blumen bewässert werden. Damit könnt ihr aber das Ganze beschleunigen und vor allen Dingen automatisch beschleunigen. Ihr spart euch Benzin und ihr spart euch natürlich auch Zeit insgesamt, weil das Ganze nur halb so lange dauert, um den Salat anzupflanzen. Ich gehe jetzt mal vom Salat aus, weil das natürlich das Effektivste ist, um den Salat anzupflanzen und dann wieder abernten zu können. Die letzte Möglichkeit, wie ihr an Edelsteinen kommt, könnt ihr zwischendurch machen. Braucht ihr dann allerdings auch ein bisschen Zeit natürlich für, es sei denn, ihr stellt alles nebeneinander. Und zwar ist das das Haus. Ihr habt ein Klavier, ihr habt eine Staffelei und ihr könnt zwei Öfen hineinbauen. Und zwar, wenn ihr alles freigeschaltet habt, habt ihr diese vier Sachen. Und ihr seht schon unten, es dauert natürlich unterschiedlich lange, aber man bekommt auch unterschiedlich viele Edelsteine. Das ist nicht viel, aber man kann es zwischendurch immer mal wieder machen, wenn man gerade die Zeit hat. Wobei, wie gesagt, effektiver und schneller ist es natürlich, in Salat zu setzen. Aber das wollte ich jetzt noch kurz am Rande erwähnen. Ihr benötigt das, was oben drüber steht. Das heißt, ihr in diesem Fall jetzt mit dem Karottenkuchen würdet ihr 2500 Geld in jeder Phase bezahlen. Das sind zwei Arbeitsschritte. Das heißt, zweimal bezahlt ihr das. Ihr bezahlt also insgesamt zwei Eier, zweimal Gemüse und zweimal Weizen. Würdet dann aber als Ertrag dieses Törtchen, sage ich jetzt mal, bekommen. XP natürlich und 30 Edelsteine. Ja, dennoch bleibt es natürlich dabei, die einzige Möglichkeit, um effektiv und wirklich am schnellsten Edelsteine zu farmen, ist der Salat. Das heißt, ihr müsst dann entsprechend in der Stadt das Ganze hochleveln, dass ihr so viel wie möglich davon verkaufen könnt, so viel wie möglich davon natürlich auch reinholen könnt. Und wie gesagt, die anderen Sachen, wie zum Beispiel die Hühner oder die Schweine, die ihr nach einer halben Stunde ungefähr abernten könnt. Oder einer Stunde, ich habe es jetzt gerade nicht mehr im Kopf. Oder die Clownsfische, die nach zwei Jahreszeiten abgeerntet werden können jeweils. Wie gesagt, da gibt es nur Unterschiede im Sinne von, wie viel Geld ihr bekommt. Kommt also auf euer Level an, wie viel Clownsfische ihr wovon reinsetzen wollt.
Und natürlich die Rosen bzw. die Mohnblumen, die könnt ihr dann nebenbei abernten, sodass ihr dann auch noch genug Geld bekommt, weil ihr müsst natürlich immer wieder diese Erweiterungen auch hochpushen. Dementsprechend kann ich euch nur empfehlen, nicht nur auf Salat zu setzen. Ich habe es jetzt selber noch nicht ausprobiert, wie viel Geld ihr mit Salat natürlich bekommt. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es so viel ist, dass ihr dann im Endeffekt für jede Erweiterung mal eben 250.000 vom Salat alleine ausgeben könnt. Wenn doch, wenn ihr damit schon Erfahrung gemacht habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich persönlich bevorzuge, wie gesagt, einen guten Mix aus allem. Aber um tatsächlich die Edelsteine zu farmen, ist der Salat sehr, sehr gut mit seinen, 5 Minuten, wenn ihr das Ganze durchgehend bewässert. Oder natürlich auch die Apfelbäumchen, wenn ihr eh nicht so viel Zeit habt, die könnt ihr dann alle 17 Minuten einmal komplett abfarmen und dann auch dementsprechend verkaufen, sodass ihr dann auch genug Edelsteine erhaltet. Ja. Die Möglichkeiten habe ich euch gegeben. Leider ist es nicht mehr so schön komfortabel wie im ersten Teil. Ich hoffe inständig, dass sich da noch mal was tut. Es ist schon mal ein sehr, sehr guter Schritt gewesen mit dem Update gestern, dass zumindest die Erweiterungen jetzt 30% weniger kosten. Und ich finde es richtig klasse von den Entwicklern, dass die Differenz von dem, was wir bisher bezahlt haben, auch uns wieder zurückgegeben haben. Und ja, dafür auf jeden Fall einen Daumen hoch, aber dennoch die ganz, ganz große Bitte, bitte führt wieder irgendwas wie Geldbäumchen, wie Gummibäumchen oder ähnliches ein. Es kann ja auch von mir aus nur alle 2 Jahreszeiten abgeerntet werden oder so, dass das nicht so viel ist. Von mir aus auch nur eine Jahreszeit, wenn man es unbedingt darauf anlegen möchte, dass man die Leute länger im Spiel haben möchte. Aber es muss auf jeden Fall irgendwas passieren, dass man das Ganze automatisch abernten kann. Weil das war ja der ganz, ganz große Vorteil von Farm Together 1, dass man sich tatsächlich, wenn man es denn möchte, diese automatische Farm anlegen kann, seine Helfer einspannen kann und mit denen dann auch mal AFK natürlich entsprechend die Sachen besorgen kann. Da konnte man dann mal eben essen gehen, das Ganze stehen lassen, duschen gehen, das Ganze stehen lassen und wird halt eben nicht vom Spiel dafür bestraft, dass man gerade aktuell nichts machen konnte. Aber wie gesagt, es ist schon mal ein sehr, sehr großer Vorteil, eine sehr, sehr große Weiterentwicklung, dass wir jetzt weniger bezahlen müssen, weil es war wirklich extrem, was die Erweiterung von Anfang an, also nicht von Anfang an, aber so ab der 5., 6. Erweiterung, glaube ich, gekostet haben. Und ja, schreibt es mir gerne in die Kommentare, ob ihr auch schon am Edelsteinfarmen seid, ob ihr das gar nicht möchtet, ob ihr einfach lieber gemütlich spielt. Das ist natürlich jedem selber überlassen. Ich persönlich habe es immer so gemacht bei der Hauptfarm, dass ich so viel und so schnell wie möglich grinde, dass die voll ist, dass ich damit dann auch entsprechend die Events und so weiter gut machen kann. Weil mein Problem ist halt, ich mache Farmen nach speziellen Mustern. Und ich brauche meine ganze Farm aufgedeckt, um dann zu sagen, okay, ich stelle das dahin und das dahin. Und wenn ich dran denke, werde ich jetzt auch mal eben ein Bild einblenden, wie es auf meiner alten Farm in Farm Together 1 aussah. Ja, und um es einigermaßen so wieder zu erreichen, muss man natürlich erstmal alles aufgedeckt haben und entsprechend dann die Arbeit sparen können, um dann später wieder alles umzubauen. Das heißt, wenn ich eine Farm erstelle, dann mache ich alles kreuz und quer, bis alles komplett offen liegt und dann wird erstmal darauf hingebaut, wo was stehen soll. Wie gesagt, schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr überhaupt Edelsteine grindet, wie ihr die Erneuerungen findet mit dem Update von gestern. Also gestern ist der 27.05. gewesen. Und schreibt mir doch gerne in die Kommentare, wenn ihr grindet. Würde mich sehr interessieren, wie ihr das macht. Macht ihr Edelsteine durch Salat? Macht ihr einen guten Mix, sage ich jetzt mal? Wie bezahlt ihr die ganzen teuren Verbesserungen in den Shops? Das heißt, ihr könnt ja wahrscheinlich nicht nur Salat machen. Schreibt alles in die Kommentare. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, weil ich kann natürlich nur von meinen Erfahrungen hier berichten. Aber ich möchte natürlich auch eure Erfahrungen hören. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Video.
Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.